Ja, hallo und herzlich willkommen zu Teil 49 meines Let's Plays zu Dead Space 3. Und wir haben im letzten Teil jede Menge erfahren. Und zwar, dass gar nicht die Maschine das Problem ist, sondern der Planet an sich, also beziehungsweise der Mond. Und dass die Aliens die Maschine gebaut haben, um eben diesen Mond einzufrieren, damit die Nekromorphizierung, kann man das so nennen, auf jeden Fall aufgehalten wird. Konvergenz haben die es, glaube ich, genannt, aber sagt mir jetzt nicht so viel, dass, ne, aber ja, interessant, interessant. Und Danik ist auf jeden Fall im Begriff, die Maschine abzuschalten. Wo müssen wir denn? Ah, Geologie müssen wir sogar lang. Das ist sehr gut. Ich schau mal ganz kurz. Ah, okay, eine Werkbank ist noch hier. Das ist die Koop-Mission. Nee, das ist Biologie. Okay, brauchen wir auch nicht unbedingt. Was ist das denn hier? Ausgang, alle Sicherheitsstufen. Ah, okay, hier sind wir bestimmt reingekommen. Gut, mal eben gucken, ob wir noch irgendwas zum Ablegen haben. Nee, sieht nicht so aus. Gut. Ja, außerdem haben wir im letzten Teil wirklich, ich kann das gar nicht glauben, aber wir haben Ellie verloren. Unglaublich, sie hat es nicht geschafft. Hat sich aber heldenhaft... Isaac, ich weiß, wo Danik hin will. Um zur Maschine zu gelangen, muss er unter die Erde und es gibt nur einen Weg nach unten. Der große Silo nördlich von hier. Okay, ich aktualisiere meinen Ortungssender. Wir treffen uns dort. Okay, der große Silo nördlich von hier. Danik einholen. Gucken wir mal, ob wir schnell genug sind. Eieiei, auch noch ein Raketenwerfer. Ich glaube, es geht los. Ei. Ui, Mann, jetzt ist aber gut. Leute. Wollt ihr mich veräppeln? Wo sind die denn? Er ist hinter dem Kodex her. Haltet die Stellung. Wir werden wiedergeboren. Feuer. Ja, ja, klar. Natürlich, natürlich. Was ist das denn? Ach, sehr gut. Helft mir, genau. Eieiei, jetzt kommen sie aber von allen Seiten, ne? Das habe ich auch gesehen, gehört. Beides. Eieiei, okay. Okay, super. Hört sich irgendwie ganz ruhig an, ne? Ah, Mann. Hui, bisschen Altmetall gefällig. Was ist denn hier? Unitology-Artefakt, wow. Von dem Danik. Interessant. Gucken wir uns mal ganz kurz an. Tägliche Gedanken. Jacob Danik. Oh Gott. Meine Geduld wie auch unsere Anzahl schwindet zusehends. Es macht mich rasend, dass das rücksichtslose Verhalten eines einzelnen Mannes die Ausrottung unserer gesamten Existenz zur Folge haben kann. Sollte Isaac Clarke Erfolg haben, wird die Menschheit aussterben.
Unser einziges Vermächtnis wird aus Staub und Fäulnis bestehen. Ja, der glaubt wirklich, dass das eine Evolutionsstufe ist, ne? Was die Marker mit den Leuten machen. Naja, die einzige Hoffnung für unsere Zukunft ruht im Plan der Marker. Unsere einzige Hoffnung auf Erleuchtung, auf Harmonie und Frieden besteht dann, alle Gräuel, die die Menschheit gesät, hat, ungeschehen zu machen. Habt keine Angst, irgendwann wird Isaac nachgeben. Es gibt Mittel und Wege, selbst einen schwierigen Mann wie ihn zu überzeugen. Er hört mal mehr brechen, als er gebrochen ist, könnte er ihn eh nicht mehr. Er hat Ellie verloren. Alles ist zugrunde. Er ist völlig eine Schugge im Hirn. Durch die ganzen Ereignisse. Also. Eigentlich kann die nur noch retten, wirklich ihr Vendetta, ne? Schön Vergeltung. So, ich glaube, ich nehme mal hier wieder ein bisschen was Präziseres. Und ein bisschen was zum Schrot. Eieieiei. Okay, auf geht's. Hier werdet ihr doch bestimmt abgeseilt. Ich geh mal lieber. So, mal schnell drauftreten. Erleichtert die Sache doch ungemein. So, das hätten wir auch. Hier, zack und zack. Was ist das noch? Ah, hier ist noch einer. So. Das waren ja gar nicht so viele, ne? Aber allerdings doch, hier geht's wohl weiter. Ach, Gott sei Dank. Wow. Men are not punished for their sins, but by them. Männer werden nicht für ihre Sünden, sondern durch ihre Sünden bestraft. Aha, aha. Wow. Flammenlasur. Das ist ja mal super. Ich wette, das ist so ein Zusatz, dass die Kugeln Gegner in Brand stecken. Was durchaus toll wäre. Also kurz vorm Ende wäre es vielleicht eine Überlegung, nochmal die Waffe zu wechseln, aber keine Zeit. Den holen wir uns mal hier hin. So, sehr gut. Oh Mann, wo geht's lang? Ah, okay, da lang. Los, Isaac. Hui, der war knapp. Einmal in die Vollen, ja. Ab. Ui, der hat gesessen. Ey, hallo? Ah. Oh mein Gott. Ah, da war hier. Ei, Karamba, der hat gesessen. Da muss ich ein bisschen aufpassen anscheinend. Aber kein Problem, oder? Das machen wir jetzt. Ich lasse die nämlich schön gegeneinander kämpfen jetzt. Das ist mein Ziel. Ja, ja, ist gut.
Oh. Nein. Aber das sagt mir doch eigentlich, dass mich gerade ein Alien umgebracht hat, oder? Beim ersten Mal. Kommt schon. Jetzt muss es einfach laufen. Okay. Auf ein neues. Oh, was ist das denn? Achso, da komme ich her. Okay. Ui, und nochmal. Ui, und nochmal. Ui. So, kommt runter, damit ich euch auch vernichten kann. So. Oh nein, yourself. Das habe ich ja noch nie gesehen. Hallo? So. Könnt ihr das nicht mal mit euch ausmachen? Ihr könnt mal vorsichtig sein. Ach so. Der war knapp. Ui. Eieieiei. Weg. Ah, scheiße. Ah. Oh Gott, oh Gott. Ja, genau. Jetzt kannst du mal schießen, wenn so ein Typ hinter mir ist. Ah. Wo seid ihr denn? Eigentlich will ich es gar nicht wissen, sondern ihr sollt mich einfach nur in Ruhe lassen. Oh, okay. Leute, wo seid ihr denn? Ui! Bitte, lass es das mal gewesen sein hier. Ey, na klar doch. Was ist der Assi? Ja, ich würde gerne da rein. Ah, Moment. Tja, hätte ich mal vielleicht vorher gucken sollen. Ah. So, super. Wow. Das ist aber jetzt echt weird.
Okay. Wow. Nein. Boah, Hilfe, Hilfe. Okay, das war mit Abstand das Komplizierteste, was ich bisher machen musste. Durfte. Ich geh mal ganz kurz rein. Bitte lasst mich jetzt wenigstens in Ruhe, bis ich an der Werkbank war. Wow. Okay, das sieht gut aus. Kapitel 16. Was darunter liegt. Unter die Erde. Alles klar. Ich würde sagen, ein guter Moment, um diesen Teil zu beenden und ein bisschen zu verschnaufen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann, euer Smurlock. Bye, bye.